Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Mittwoch, den 10. Herbst und wir werden uns heute die Eröffnungsfeier vom Gemeinschaftszentrum anschauen, fleißig Hartholz sammeln und erneut mit den Dorfbewohnern quatschen. Ja, liebe Leute, es wird ein ganz fantastischer Tag, also los geht's. Oh, ich mit meiner Hühnermaske. Die sieht so witzig aus. So, was sagt denn der Wahrsager? Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay. Guten Morgen. Ich bin froh, dass mir das Putzen langsam Spaß macht. Das Haus wird sehr schnell dreckig. Oh, das Bild von ihr ist ja geil. Hier für dich. Oh, für mich. Danke dir. Ja, gerne. Hi Huxel, rate mal, was los ist. Meine Band spielt heute in Suzu. Triff mich diesen Nachmittag um 16 Uhr an der Bushaltestelle, dann fahren wir zum Konzert. Du bist hoffentlich mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Hey, noch mehr Besuch. Hey. Oh Mann, wie sage ich das? Es tut mir wirklich leid, was bei den Klippen passiert ist. Das war, naja, peinlich. Ich bin nur froh, dass ich da war, um zu helfen. Ja, ich auch. Ich werde einen Therapeuten besuchen. Harvey hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Jedenfalls, naja, also, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass ich die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Ich will niemandem zur Last fallen. Oh, das ist so ein netter Typ. Och, ich mag ihn inzwischen. So, ein Brief. Huxel, ich habe das Hinterzimmer des Ladens aufgeschlossen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich möchte dir etwas zeigen. Gezeichnet Willy. Oh, okay. Dachte, ich gebe dir dieses Rezept, das ich rumliegen hatte. Versuch es nicht zu verbrennen. George, würziger Aal. Oh, noch mehr Briefe? Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es dir, mehr Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf. Gezeichnet Clint. Bohneneintopf. Noch mehr Briefe. Das gibt's doch gar nicht. Gemüseeintopf. Noch ein Brief. Preiselbeersoße. Wie viele Briefe kriege ich denn heute? Was ist denn los? Okay, Füllung. Hummerbisk. Rhabarberkuchen. Ey, das geht ja immer noch weiter. Was ist denn los? Ja gut, ich habe so viele Leute beschenkt. Deswegen kriege ich wahrscheinlich dann, ja, die Rezepte als Belohnung, ne? Hey, das ist was anderes an Huxel. Du bist so eine große Hilfe, seit du hierher gezogen bist. Jeder erzählt mir ständig von den wundervollen Dingen, die du für sie erledigt hast. Bitte akzeptiere diesen Dankbarkeitspreis. Gezeichnet der Bürgermeister. 2500 G. Wow, und noch ein Brief. Hey, von Emily. Hi Huxel. Nochmal vielen Dank für die wunderbaren Edelsteine, die sich perfekt für meine Arbeit zur Energie-Neuausrichtung eignen. Ich wollte dir mit diesem besonderen Geschenk danken. Ich hoffe, du kreierst damit einige wunderbare Gegenstände. Ach, eine eigene Nähmaschine, oder was? Oh, das ist ja mega nice. Hey! Hallo, Schatz. Hey, ich habe eine Idee. Ich möchte alle zu einem Wohltätigkeitskuchenspringen einladen. Es ist quasi wie Reise nach Jerusalem, nur, dass jeder gewinnt und alle Kuchen essen, du wirst sehen. Es wird am nächsten sonnigen Tag auf dem Stadtplatz sein. Würde es dir etwas ausmachen, einen Schokoladenkuchen mitzubringen? Ja, natürlich. Großartig, ich treffe dich morgen auf dem Marktplatz, wenn das Wetter es zulässt. Oh, wie süß, sie plant was. Okay, Schokokuchen, was brauchen wir denn dafür? Schokokuchen, Schokokuchen. Ich habe das Rezept auf jeden Fall. Oder? Wo ist denn der Schokokuchen? Ach da, genau. Weizenmehl, Zucker und ein Ei. Ja, können wir auf jeden Fall mal backen. Die Tage. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Nähmaschine ausprobieren. Ich stell die einfach mal hier unten irgendwo hin. Ja, nice, das ist wirklich die Nähmaschine, die auch Emily hat. Okay, sehr, sehr cool, Leute.
So, ich würde vorschlagen, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Tiere. Bis 16 Uhr müssen wir fertig sein. Vor allen Dingen freue ich mich heute auf die Eröffnung des Gemeinschaftszentrums. Ich meine, da gibt es eine sehr, sehr süße Animation. Und ich bin gespannt, was Willy für uns hat. So, oh, wir kriegen Honig. Sehr schön. Und natürlich einen Granatapfel und einen normalen Apfel. Wie sieht's denn im Gewächshaus aus? Oh, alter Schwede, okay. Richtig viele uralte Früchte. Zehn Stück. Alter Schwede. Okay, dann kann ich hier noch ein bisschen aufstocken. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Das wollte ich nicht machen. Gar nicht so schlimm. So, Moment, mal eben das Ding hier wieder hinlegen. Den Sprinkler da drauf. Sprinkler, Sprinkler, egal. Hey, Rhabarber. So, wo kann ich denn noch was wegmachen? Hier vorne. Ja, Leute, das war's so langsam mit Kaffee. Wobei, ich habe ja schon im Schuppen nachgezüchtet. Boah, 9.50 Uhr schon, alter Schwede. So. Dann sind wir hier erstmal fertig. Boah, wir werden so viel Geld hier machen. Alter Schwede, wir werden richtig reich. Es hat so lange gedauert, bis hier alles voll... Oder das wird noch ein bisschen dauern, bis hier alles voll ist mit diesen uralten Pflanzen. Aber das wird sich lohnen. Ohne Witz, wir werden so viel Geld machen. Das wird richtig, richtig, richtig nice. So, jetzt erstmal in den Schuppen. Oh, das sieht schön aus hier. Direkt mal Kaffee nachproduzieren. Sind die Fackeln hier an der Seite ausgegangen? Das ist ja blöd. Ob ich da dran vorbeigelatscht bin oder was? Naja. Das Gute ist, wir haben so viele Kaffeebohnen noch auf Lager. Also die werden uns erstmal nicht ausgehen. Können wir einfach mal den Rhabarber reinstopfen, ne? Und eine Gewürzbeere. So, dann sind wir hier fertig. Sehr schön, dann verkaufe ich noch fix. Wobei, verkaufe ich das eingelegte Gemüse? Nee, das verschenke ich später. Genau. Okay, es arbeitet wirklich alles. Neues. Also, jetzt geht's zu den Tierchen. Ein langer Rundgang heute. Ja, guten Morgen. Hey, Trüffel. Das freut mich. Dann können wir nochmal Trüffelöl herstellen. Okay,
Dann sind wir hier auch fertig. Ja, dann gehen wir noch ganz fix zu den Hühnchen und Entchen und Dinosaurierchen. Und dann haben wir es wirklich geschafft. Oh, der Hase ist so niedlich. Ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Fan von dem Hasen, ne? Also der Hasen ist ja wirklich unglaublich sweet. Ja, der Schleim ist auch süß. Ja, ja, ich hab dich nicht vergessen. Der Schleim ist süß, aber der will mich halt umbringen. Das ist halt nicht so geil. Nicht unbedingt die beste Voraussetzung für eine Freundschaft. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn der eine den anderen umbringen will. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Huxel, Profi im Umgang mit Freunden. So, verkaufen, 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 verkaufen. Genau, den Kram wollte ich behalten. Gut. Ich würde sagen, dann schauen wir uns erstmal die Eröffnungsfeier an, ne? Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, wobei, dann nehme ich vielleicht mal die Hühnermaske ab. Ansonsten halten die mich noch für bekloppt. Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Huxel, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. Du hast Pelikan einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre dieser Stadt auszeichnen, dem Sternentau-Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. Oh, Sterntau-Heldenpokal. Du erhältst den Heldenpokal. Hm, wer hat da gegrummelt? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hin? Ah, Morris. Was? Alle meine Kunden hier? Das ist nicht gut. Wie fühlt sich das an? Boah, Pierre, das ist dein Moment. Na, lass uns vernünftig sein. Das macht keinen Unterschied. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal. Kommt alle her, Leute. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach Pelikan gekommen bin. Alles um dieses Gebäude war geschäftig und lebendig. Wir haben zusammengearbeitet, um die Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Es gab ein richtiges Gefühl von Gemeinschaft. George, du hast immer Kreuzworträtsel gelöst, während du Kaffee in der Gemeindeküche getrunken hast. Erinnerst du dich? Die guten alten Tage. Emily, du hast extra eine Fahne für das Sterntautaler Volksfest gewoben. Ich erinnere mich noch, dass du jahrelang daran gearbeitet hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Willy, erinnerst du dich noch daran, wie dein kleines Krabbenexperiment aus dem Ruder gelaufen ist? Hey, tu ich! Wir sind eines Morgens aufgewacht und alles war voll mit ihnen! Aber Gus hatte eine brillante Idee, ein Krabbenfestmahl für das ganze Tal. Ich träume immer noch von der Knoblauchbutter.
Seht ihr das? Unsere Gemeinschaft ist, was Pelikan so besonders macht. Als der Joja-Markt in die Stadt gekommen ist, haben wir das aus den Augen verloren. Aber jetzt, dank Huxel, haben wir eine zweite Chance. Ich bitte euch darum, mir zu helfen, den Joja-Markt zu boykottieren. Wir haben die Kraft, unseren alten Lebensstil zurückzuholen. Wer ist dabei? Ich habe hier zu lange gelebt, um die Stadt untergehen zu sehen. Auf mich kannst du zählen. Ich bin dabei. Ich auch. Kein Joja-Markt mehr. Ich bin ruiniert. Von Morris und seinen Joja-Markt-Fuzzis ward nie wieder gehört. Oh, so ein schönes Ende für die Geschichte rund um das Gemeinschaftszentrum. Super, super, super sweet. Oh, das hat Spaß gemacht. So eine schöne Zwischensequenz. So, Leute, dann würde ich vorschlagen, schenken wir noch ein paar Dorfbewohner und dann gehen wir zum Konzert, ne? Möchtest du Honig haben? Danke, das ist großartig. Ja, gerne, gerne. Omi, möchtest du was Eingelegtes haben? Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir, mein Junge. Oh, alle freuen sich. Wo laufen denn noch Leute rum? Oh! Heute ist der Part der Zwischensequenzen. Großartig. Jeder hat seinen Stein. Schließt jetzt die Augen und atmet langsam tief ein und aus. Konzentriert euch auf eure Lungen. Visualisiert die reine Energie, die mit jedem Atemzug in euren Körper strömt. Und wenn ihr ausatmet, fühlt, wie die ganze Spannung und negative Energie ausströmt, sodass ihr mit jedem Atemzug immer entspannter werdet. Öffnet nun euer Herz für die Schwingungsfrequenz eures Steins. Spürt ihr etwas? Nein. Ich schon. Entspannt. Haley pennt. Geil. Sieht aus, als seien die Edelsteine gut verwendet worden. Oh, alle Zwischensequenzen sind so sweet hier. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Ach Leute. So, wer möchte noch beschenkt werden? Wie wär's mit dir? Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Oh, alle freuen sich darüber, glaube ich. Okay, wir gehen mal in Richtung Bushaltestelle. Eventuell steht oben noch jemand. Nö, ne? Oh doch, Hallöchen. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja. Boah, ich habe so viele Freunde schon im Spiel. Oh, alle lieben mich. Mensch, ich bin beliebter als im echten Leben. Nein, Quatsch. Oder? Wer weiß. Ah, 15.50 Uhr. 16 Uhr. Hi Huxel, danke, dass du gekommen bist. Unser Zeug ist schon verstaut. Dann ist wohl alles bereit. In Ordnung, auf in den Bus. Boah, ich werde langsam richtig nervös. Okay, wir sind da. Wünsch mir Glück.
Hallo alle zusammen. Wir sind aus Pelikan und, wir heißen Goblin-Zerstörer. In diesem Lied geht es um Landwirtschaft, das Arbeiten in der Mine und Holzhacken. Boah, war das gut. Voll mein Musikgeschmack. Boah, das war großartig. Gute Arbeit, Leute. Ich liebe diesen extremen Breakdown am Ende. Danke, ihr alle. Aber der Applaus gebührt eigentlich Huxel. Ohne seine Hilfe hätten wir uns nie darauf geeinigt, welche Musik wir überhaupt machen sollen. Huldigt mir. Du bist dann also praktisch das Ehrenmitglied der Band? Ja, so sieht's aus. Oh, und vergesst nicht, eine unserer Demos auf eurem Weg nach draußen mitzunehmen. Nur 10G. Das ist gut gelaufen. Danke, dass du mit uns mitgekommen bist. Oh, Leute. Nur geile Zwischensequenzen heute. So, ich würde sagen, wir hacken noch ein bisschen Holz und dann war es das für heute. Ich wollte eigentlich noch Hartholz sammeln. Ja, wobei, wir haben so viel Zeit noch. Ich könnte auch noch in den Secret-Wald reiten. Ich glaube, das mache ich auch. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass wir so viel Zeit haben. Hey, ein Mahagoni-Baum. Ja, den nehme ich doch auch mit. Ich würde sagen, dann gehen wir erst morgen zu Willy. Der wollte ja auch irgendwas, ne? Damit wir jetzt nicht alle interessanten Dinge in einem Part haben. Übrigens keine Ahnung, was Willy will. Also wahrscheinlich kriegt man noch irgendeine Belohnung für das Gemeinschaftszentrum. Irgendwie eine Iridium Plus Angel oder sowas, denke ich mal. Hey, Honig! Was? Alter Schwede, so viel Honig. Schade, dass wir Robin nichts schenken können, aber die ist so beschäftigt. Die würde, glaube ich, gerade nichts annehmen. Ich meine, ich habe sogar schon mal versucht, dir bei der Arbeit was zu schenken, ne? Dann kommt irgendwie so eine Meldung, ja, Robin kann dich nicht hören oder so. Sehr schön. Boah, wir haben aber richtig viel Hartholz gesammelt auch heute. 22 Einheiten. Ja, wobei ich meine, Großteil kommt natürlich von dem Mahagoni-Baum. Ich hätte ganz gerne noch mehr Mahagoni-Samen. Ich hoffe, wir finden gleich welche. Das wäre schon ein Träumchen, muss ich sagen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also Daumen drücken, meine Freunde. Boah, so viele Brombeeren. Jetzt brauche ich keine mehr, jetzt finde ich sie an jeder Ecke. Ah, ein Mahagoni-Samen. Na, geht doch.
Okay. Ganz schön wenig Schleime hier heute, ne? Vielleicht ist es denen schon zu spät. So, das war's. Komme ich hier irgendwie raus? Jo. Oh, ich habe aber gerade noch einen Schleim gehört. Im Hintergrund. Und ich glaube, einer tingelte da irgendwo noch rum. Jo, na denn. Dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. Ich pflanze noch fix die Mahagonisamen ein, die beiden. Oh, der Hof sieht so schön aus. Hey. Das wollte ich gar nicht. Ich finde ja schon, dass mir der Hof gut gelungen ist, muss ich ja ehrlicherweise mal sagen. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Schön strukturiert alles, so habe ich das gerne. So, die Tore sind auch alle zu. Gut, na denn. Erstmal alles einsortieren. Boah, wir haben schon 211 mal Hartholz. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das Trüffelöl kommt in die gelbe Kiste. Das ist ja schon ein bisschen seltener, ne? Oh, alte Frucht oder die Früchte, die kommen auch hier rein. Ja, den Rest kann ich eigentlich verkaufen. So, die Brombeeren können weg. Der ganze Kram hier, das. Ja, wobei verfeinerter Quarz, das behalte ich natürlich, das Zeug. Achso, ich sollte den Pokal hier noch irgendwo hinstellen. Der kommt einfach mal hier so in die Mitte. Mehr oder weniger die Mitte. Und die Hühnermaske oder die Hühnerkopfbedeckung, die packe ich dann hier vorne in die Kommode. Warum blinkt eigentlich das Ausrufezeichen? Haydys Kuchenspaziergang, genau, stimmt. Gesucht Hummer. Ja, wir haben auch noch ein paar Quests offen, ne? Sollten wir vielleicht auch irgendwann mal abschließen. Egal, eins nach dem anderen. Wie wird denn das Wetter morgen? Sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnet mit Blitz und Donner. Okay. Klingt nicht so gut, aber egal. Es darf auch mal regnen. So, das war's für heute. Boah, das war so ein cooler Part. Alter Schwede. So viele coole Zwischensequenzen. Hey! Okay, was auch immer das zu bedeuten hat. Sollten wir uns vielleicht mal morgen anschauen. Ja, liebe Leute, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.